Und was du dann merken wirst, ist, dass der Ball viel weiter fliegen wird, als du meinst. Was sagst du dazu, dass der Driver dein Sicherheitsschläger sein kann? Der Schläger, den du nimmst, wenn die Bahn eng ist, wenn du unter Druck stehst, wenn du den Ball irgendwie relativ weit unsicher ins Spiel bringen möchtest. Du denkst bestimmt, ich erzähle Märchen wieder. Der Driver ist für Weitschlagen da. Und wenn man kürzer schlagen möchte, sollte man kürzere Schläge nehmen, ein Holz, ein Rescue. Ich will aber nicht sagen, dass der Plan B-Schläge nicht notwendig ist. Wenn du meine Videos anschaust, dann weißt du, dass ich ein großer Fan bin von einem langen Eisen, von einem Rescue, ein Holz 5 vom Tee. Aber mit diesem Schläger können manche Golfer nicht nur von Länge profitieren, aber auch Richtung. Der ist sowieso riesig. So zu treffen ist es kein Problem. Um sicher mit dem Driver werden zu können, ist es notwendig, dass du zwei Sachen tust. Das erste ist einfach, ist nur Gewöhnungssache. Die zweite muss wirklich trainiert werden. Es geht ums Timing. So, als erstes, Golfer greifen nicht tief genug. Also da meine ich richtig unten am Griff. Da stecken ungefähr 4 cm oben raus. Das ist viel. Und das bedeutet, dass ich viel, viel näher am Ball stehen kann. Und sofort habe ich das Gefühl, ich habe ein Eisen 7 in der Hand. So, das ist erstmal recht positiv. Der Roboter dort ist 160 Meter entfernt von mir. Und ich werde versuchen, so langsam zu schlagen und zu schwingen, dass der Ball nicht weiter kommt. Was für mich eine recht kurze Entfernung ist mit dem Driver. Und als ich das zum ersten Mal ausprobiert habe, hat es mir nicht leicht gefallen. Der ganze Körper muss anders arbeiten. Die Hüfte müssen sich langsamer bewegen, die Arme viel, viel langsamer und der Release der Hände und Schläge passieren auch viel später. So, ich brauchte mehrere Tage, um das richtige Timing zu finden und das wirst du wahrscheinlich auch. Und was du dann merken wirst, ist, dass der Ball viel weiter fliegen wird, als du meinst. Okay, so mein Gefühl war da 140. Ich kann dir sagen, der Ball ist in der Luft weit vorbei geschossen. Und warum? Ich habe den Ball mittig getroffen. Mein Timing war so, obwohl ich meine Schulter und Hüfte langsam bewegt habe und meine Arme langsam geschwungen habe, habe ich eine sehr, sehr hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit gehabt, weil ich im richtigen Moment released habe, ohne daran denken zu müssen. Du musst mit den großen Muskeln den Abschwung führen und den Schläger und Hände kommen lassen. Und natürlich ist davon eine lockere Griffstärke abhängig. Okay, so bitte. Nimm 3 Korbbälle, etwas zu trinken, etwas zu essen mit und schlage mehrere Bälle. Und wenn du merkst, dass beim Kurzgreifen der Schlag dir sehr gut gelingt, dann kannst du langsam auch ein bisschen höher greifen. Aber bleib bei dem absoluten langsamen Schwung. Und du wirst dich staunen, wie genau du bist und wie weit deine Bälle fliegen. Du wirst auch eine richtige Explosion der Hände spüren, die du gar nicht wolltest, aber nur weil du viel besser den Schwung timest. Und dann wirst du eine extra Möglichkeit haben auf dem Platz für Drucksituationen. Danke für das Zugucken, falls dieses Video dir gefallen hat. Teile bitte dieses Video mit deinen Freunden. Vielleicht kann ich auch ihnen helfen.